Moin, mein Name ist Svan von der 3D-Scanning-Firma HoloCreators. Heute möchte ich euch zeigen, wie man kostenlos einen 3D-Scan erstellen kann, und zwar nur mit der Handykamera. Diese Technologie heißt Fotogrammetrie, wurde in vielen Videotutorials auch schon behandelt, aber ich glaube, dass ich sowohl den Anfängern als auch den Erfahrenen von euch noch ein paar Tipps und Tricks zeigen kann, wie man das vielleicht noch optimieren kann. Es geht um dieses Teil, das werde ich gleich scannen. Und vielleicht interessant an jetzt meiner Herangehensweise ist, dass ich dieses Teil nicht nur kostenlos, also mit der Handykamera gescannt habe, sondern parallel auch nochmal mit einem Profi-Scanner eingescannt habe. Und das war doch sehr spannend zu sehen, wie genau wirklich der Scan mit der Handykamera war. Ich nehme es jetzt schon mal vorweg, es war eine Abweichung von nur ca. 0,2 mm zwischen den beiden Scans. Um diesem Tutorial folgen zu können, braucht ihr natürlich eine Handykamera, aber auch vier verschiedene kostenfreie Softwarepakete. Das ist zum einen Meshroom, das hilft uns, aus den Fotos ein 3D-Modell zu berechnen. Dann braucht ihr die Software MeshLab, damit machen wir das 3D-Scan Cleanup und führen verschiedene 3D-Scans zusammen. Und dann braucht ihr die Software NetFab. Damit messen und skalieren wir 3D-Scans und im Abschluss die Software GOM-Inspect, um dann unseren fertigen Scan mit dem Profi-Scan zu vergleichen. Im ersten Schritt müssen wir dieses Teil jetzt erstmal vermessen, denn ein ganz großer Nachteil von der Fotogrammetrie ist, dass sie per se keine Maße erfasst. Also der Computer versucht ja aus Fotos ein 3D-Modell zu errechnen, aber da weiß er natürlich nicht, wie groß das in Wirklichkeit ist. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal ein Referenzmaß erstellen. Dafür habe ich mir diesen Messschieber hier genommen und nehme jetzt an dem Flansch von dem Teil mehrere Maße. Ihr könnt genauso gut ein Lineal verwenden, aber ich hatte halt jetzt diesen Messschieber zur Hand. Und dann seht ihr, dass ich da im Durchschnitt auf einen Durchmesser von 76,2 mm komme. Und dieses Referenzmaß wird gleich noch sehr wichtig. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Scan. Dafür setze ich das Bauteil auf diese gelbe Box. Und dann nehme ich mein Handy und bewege mich im Kreis um die Box herum. Und dabei mache ich ganz viele Fotos aus verschiedenen Blickwinkeln. Achtet dabei darauf, dass die Beleuchtung möglichst diffus ist. Also ihr wollt keine Beleuchtung, die scharfe Schatten auf dem Objekt hinterlässt. Und dann habe ich zwei verschiedene Fotosets, denn ich nehme nicht nur den Tankgeber, also dieses Bauteil auf, wie es so dasteht, sondern auch einmal auf den Kopf, damit ich die innere Geometrie erfassen kann. Jetzt habe ich diese zwei Fotosets und jetzt nehme ich erstmal das erste Set und ziehe es per Drag and Drop in die Software Meshroom. Und ihr seht da auch schon, also das ist wirklich super einfach. Hier sind jetzt die Fotos in Meshroom drin und dann drücke ich einmal auf Start. Und dann errechnet die Software aus diesem Fotoset ein 3D-Modell. Wenn ich dann fertig bin, exportiere ich das als STL-Datei. Und diese STL-Datei nehme ich und ziehe sie wieder per Drag and Drop nach MeshLab. In MeshLab kann ich das 3D-Cleanup machen. Das bedeutet, ich entferne alles von dem Scan, was ich nicht wirklich brauche. Denn Meshroom hat neben dem Bauteil natürlich auch hier Teile von der gelben Box erfasst und die wollen wir nun löschen. Dafür gibt es die Funktion Select Faces on Rectangular Region und damit können wir mit diesem Auswahlwerkzeug eine Markierung setzen in Rot und die können wir dann einfach mit dem Delete Key entfernen. Und wenn wir dann fertig sind, können wir diese Datei auch wieder exportieren. Das machen wir einmal für den Tankgeber, wie er auf dem Flansch steht und einmal, wie er auf dem Kopf steht. Jetzt werden wir die 3D-Scans vermessen. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass die Fotogrammetrie keine Skalierung oder auf jeden Fall keine korrekte Skalierung erfasst. Und daher müssen wir jetzt schauen, wie groß sind eigentlich die Scans, die wir gerade eben erstellt haben. Dafür ziehe ich zunächst den ersten Scan in die Software NetFab und da kann ich jetzt auf New Measuring gehen. Und dann mache ich eine neue Messung des Außendurchmessers von diesem Flansch. Und da wird mir jetzt angezeigt ein Wert von 6,98 mm. Dann gehe ich oben auf Scale. Und hier kann ich jetzt den Skalierungsfaktor einstellen.
Wir berechnen jetzt 76,2 mm. Das war der Wert, den wir ursprünglich manuell gemessen hatten. Dann der Wert von der Datei, also von der hier gemessenen Datei. Das ist 6,98. Und dann kommen wir auf einen Skalierungsfaktor von 10,917. Den geben wir ein, drücken auf Scale. Das 3D-Modell wird jetzt hochskaliert, ist jetzt natürlich sehr viel größer, aber hat jetzt die korrekten Maße. Und diesen Prozess wiederholen wir auch nochmal mit dem 3D-Modell, wo der Tankgeber auf dem Kopf steht. Der nächste Schritt ist der Weg zurück zu Mesh Lab, denn jetzt geht es darum, die beiden 3D-Scans, die wir erstellt haben, zu vereinen. Dieser Prozess heißt im Englischen Alignment. Dafür ziehen wir beide Modelle wieder nach Mesh Lab rein. Dann drücken wir oben auf den Knopf mit dem gelben A, also für Alignment. Und dann markieren wir zunächst den oberen Scan, drücken auf Glue Mesh Here. Dann wählen wir den unteren Scan aus und drücken auf Point-Based Gluing. Und jetzt öffnet sich dieses Fenster, wo wir links und rechts beide Scans haben. Und was wir jetzt tun, ist, dass wir dem Computer helfen, markante Stellen bei beiden Scans zu finden, damit er sie einfacher zusammenfügen kann. Und das mache ich mindestens dreimal und dann drücke ich auf OK. Und dann seht ihr, dass hier schon mal ein Rough Alignment vom Computer gemacht wurde. Wenn ich dann auf den Knopf Process drücke, dann werden diese beiden Teile perfekt zusammengeführt. Jetzt in einem finalen Schritt löschen wir nochmal die Geometrie raus, die wir wirklich nicht brauchen. Und dann ist unser 3D-Scan soweit fertig. Wir gehen jetzt oben nochmal in die Liste und drücken auf Flatten All Visible Layers und dann werden die beiden Hälften zu einem zusammengeführt. Und dann exportieren wir das Ganze wieder als STL-Datei. Unser 3D-Scan ist jetzt fertig und jetzt wollen wir mal sehen, wie der im Vergleich zu dem Profi-Scan aussieht. Dafür habe ich hier einmal in Gelb eingefärbt unseren 3D-Scan am Rotieren und dann habe ich hier nochmal in Grün den Profi-Scan. Gut, ihr seht, der Profi-Scan ist ein bisschen glatter, hat ein bisschen mehr Details, aber ihr müsst auch bedenken, dass das mit einer Maschine eingescannt wurde, die 20.000 Euro kostet. Also da erwartet man auch, dass das ein bisschen besser ist. Wir wollen natürlich auch noch wissen, wie genau denn jetzt wirklich unser Gratis-Scan war. Dafür benutzen wir die Software GOM Inspect. Das ist eine Software, um Soll-Ist-Vergleiche zu erstellen. Was ist ein Soll-Ist-Vergleich? Gut, das ist eigentlich ziemlich einfach zu erklären. Das Soll ist in diesem Fall der Profi-Scan, also so hätte der Scan aussehen sollen. Und der Ist-Zustand ist unser Gratis-Scan. Und jetzt machen wir also einen Soll-Ist-Vergleich zwischen diesen beiden Scans. Dafür ziehen wir beide in GOM Inspect rein, machen dann ein Automatic Pre-Alignment und ihr seht auch schon, wie die dann perfekt übereinander gefügt werden. Und wenn wir jetzt die Auswertung machen, sehen wir auf der rechten Seite eine Skala. Diese Skala zeigt eine Art Regenbogengradient an, der von Rot über Grün nach Blau läuft. Grün bedeutet 0 und das ist keine Abweichung. Im roten Bereich liegt der Gratis-Scan über dem Profi-Scan und im blauen Bereich liegt der Gratis-Scan unter dem Profi-Scan. Wir wollen jetzt natürlich auch noch an bestimmten Punkten uns die Genauigkeit im Detail anschauen. Dafür setzen wir diese Deviation Labels, also das sind Marker, wo wir an bestimmten Punkten uns die Genauigkeit anschauen können. Und jetzt seht ihr hier, ja, wir haben hier eigentlich eine Range von verschiedenen Genauigkeiten. Aber im Schnitt kann man sagen, dass unser Scan nur 0,2 mm vom Profi-Scan abweicht. Alle 3D-Modelle und auch den Soll-Ist-Vergleich werde ich auch noch als Download-Link auf unseren Blog tun. Das heißt, ihr könnt es darunter laden und dieses Projekt wirklich nachvollziehen. Vielen Dank! Ich möchte euch noch mit auf den Weg geben, dass wir zwar jetzt den 3D-Scan von diesem Teil erstellt haben, die meisten von euch sicher aber in CAD jetzt damit weiterarbeiten möchten und dafür braucht ihr eine Rekonstruktion in CAD von diesem Teil. Wie das am besten geht, habe ich in einem vorherigen Video gemacht. Das nennt sich STL to Step und das werde ich hier auch nochmal verlinken. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.